Wenn dein Denken und Fühlen Anweisungen von dir annehmen, würdest du dann Angst erzeugen? Macht einfach dieses einfache Sadhana, jeder von euch. Wenn du kein anderes Yoga machen kannst, so viel kannst du tun, oder? Du wirst sehen, die Hälfte deiner Ängste wird sich legen. Denn im Grunde besteht der Konflikt darin, dass es zwei Dimensionen in dir gibt. Wenn dein Denken und Fühlen Anweisungen von dir annehmen, würdest du dann Angst erzeugen? Nein. Suche nach Antworten nicht woanders, woanders, woanders. Es ist nur, dass deine eigene Physiologie und deine psychologischen Muster von dir keine Anweisungen annehmen. Du hast so viele Dinge gesagt, ich versuche, du weißt schon, was auch immer diese großen Worte sind, die besonders in Kalifornien überall im Umlauf sind. Darüber, sich dem zu ergeben, über das Loslassen, über... Bei keinem einzigen Menschen hat so etwas jemals funktioniert. Hat es das, frage ich dich? Du hast Angst, versuch sie loszulassen. Does it go? Geht sie weg? Selbst eine Grippe, eine verdammte Grippe geht nicht. Yes or no? Ja oder nein? Selbst eine einfache Erkältung geht nicht weg. Wenn du sagst, geh, geht sie weg? Lass uns also nicht in diese fantasievollen Zustände des Sich-Ergebens verfallen. Das sind alles Worte, mit denen man um sich wirft. Niemand weiß, was sich zu ergeben bedeutet. Denn wenn es geschieht, wirst du nicht wissen, dass es geschehen ist. Du kannst es nicht machen, ich habe mich ergeben. Wie ist das möglich? Wenn wir also von diesen Dingen absehen, hast du im Grunde genommen, wie ich schon sagte, die Gebrauchsanweisung nicht gelesen. Wie das funktioniert, dem müssen wir Aufmerksamkeit schenken. Das System ist so aufgebaut, dass es auf die eine Art funktioniert, wenn du deine Hand so hältst. Wenn du es so machst, funktioniert es auf eine andere Art. Wenn du es so machst, funktioniert es auf eine andere Art. Es ist ein phänomenaler Prozess. Wenn es eine einfache Sache wäre, hätten wir sie einfach mit Hammer und Amboss in Form schlagen können, okay? Das ist zu ausgeklügelt. Es ist eine phänomenal komplexe Maschine. Man muss schon ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit aufbringen, um es für das zu nutzen, wofür es gedacht ist. Sonst bringt es sich selbst durcheinander. Es kann nun viele Faktoren geben, genetische Faktoren, soziologische Faktoren, Probleme beim Aufwachsen, aber schreibe deine Probleme nicht irgendeinem jener Dinge zu. Das Entscheidende ist nur das. Du bist nicht in der Lage, dein Denken und Fühlen so zu machen, wie du es haben willst. Das ist das einzige Problem, das du hast, oder? In dem Moment, in dem du es zuordnest, ich bin so, weil mein Vater so war, ich bin so, weil die Gene meines Großvaters nicht in Ordnung waren, bist du erledigt. Denn wir können diese Typen nicht mehr ändern. Ja? Du kannst dir jetzt keinen anderen Vater oder Großvater aussuchen, das ist vorbei. Aber du kannst das hier verwandeln. Du musst verstehen, es spielt keine Rolle, ob du eine Angststörung hast. Wenn du ein Stück Karotte hineingibst, gibt es hier noch immer eine Intelligenz, die eine Karotte in einen Menschen verwandeln kann. Das bedeutet, dass jeden Tag ein neuer Körper in dir hergestellt wird, nicht wahr? In Teilen wird jeden Tag ein neuer Mensch hergestellt. Wenn die Quelle der Schöpfung in dir wirkt und ständig ein neues menschliches Wesen erschaffen wird, dann kannst du, wenn du dich ein wenig darum kümmerst, einen völlig neuen physiologischen und psychologischen Prozess schaffen. Das ist uns vor einiger Zeit passiert. Letztes Jahr waren wir auf einer Wanderung in Tibet. Ich war in einem Zelt, habe gearbeitet und eine andere Person hat einen Apfel geschnitten. Another person was cutting an apple. Kennst du eins dieser Porzellanmesser von heute? Dann sagt die umstehende Person zu dieser Person, das ist ein sehr scharfes Messer, sei vorsichtig. It's a very sharp knife, be careful.
Es irritiert mich ein wenig. Ich sehe so aus, weil er ein erwachsener Mann ist. Wenn er ein Kind ist, ist es anders. Dann müssen wir darauf achten, wie er das Messer benutzt. Er ist ein erwachsener Mann und ein Messer sollte scharf sein. Wenn es nicht scharf ist, warum nennst du es dann Messer? Also habe ich es ignoriert und weitergearbeitet. Nach zwei weiteren Minuten sagt sie wieder, das ist ein sehr scharfes Messer, sei vorsichtig. Ich sagte, komm schon, er ist ein erwachsener Mann, lass ihn in Ruhe, er weiß, wie man dieses Messer benutzt. Kann er mit diesem blöden Messer nicht umgehen? Es ist keine Maschine für Erdarbeiten oder ein Raumschiff oder etwas, mit dem er nicht umgehen kann. Es ist ein Messer. Sie sagt, nein, Sadhguru, das ist ein sehr scharfes Messer. Was? Okay. Und ich mache weiter, was ich gerade tue. Nach weiteren zwei Minuten flüstert sie ihm zu, bitte sei vorsichtig, sehr scharf. Und in weiteren zwei Minuten schneidet er sich in den Finger. Then I give up. Okay. Dann gebe ich auf, okay. Das ist alles, was passiert. Das ist alles, was mit dem Leben passiert. Du hast einen Intellekt, für den du keine ausreichend stabile Plattform hast. Oder anders ausgedrückt, du hast ein scharfes Messer. Tut mir leid, ein sehr scharfes Messer. Ein sehr scharfes Messer in deiner Hand, aber deine Hand ist nicht ruhig. Bitte sieh, es ist dein eigener Geist, der all diese Schmerzen verursacht, nicht wahr? Ja oder nein? Du hast also ein sehr scharfes Messer. Je schärfer es ist, desto mehr schneidest du dich. Wir müssen das Messer also nicht stumpf machen. Wir müssen nur eine ruhige Hand haben, oder? Nichts wurde in dieser Hinsicht unternommen. Die Menschen versuchen, das Messer abzustumpfen. Mit all den Beruhigungsmitteln und dem Unsinn, was du einnimmst, ist dafür da, das Messer abzustumpfen. Das Messer abzustumpfen ist nicht die Antwort, denn wenn du die Möglichkeiten dessen, wer du bist, herunterschraubst, wird alles gut werden. Wenn wir die Hälfte deines Gehirns entfernen, wirst du ganz friedlich sein. Denn es braucht einiges an Gehirn, um Angst zu verursachen. Wenn wir wirklich die Hälfte deines Gehirns entfernen, wirst du ganz friedlich und vielleicht sogar glücklich sein. Nichts stört dich. Du bist in Ordnung, okay? Aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Wonach ein Mensch sucht, ist, in gewisser Weise grenzenlos zu werden. Und wenn das geschehen soll, musst du eine stabile Plattform schaffen. Das Messer muss nicht weggenommen werden, das Messer muss nicht abgestumpft werden, nur die Hand muss ruhig gehalten werden, nicht wahr? Kein Prozess muss durchgeführt werden. Was Inner Engineering bedeutet, was Yoga bedeutet, ist genau das. Wenn ich Yoga sage, dann stell dir nicht, da du in Kalifornien lebst, solltest du dir nicht all diese unmöglichen Stellungen vorstellen. Yoga bedeutet nicht Stellungen. Yoga bedeutet Einheit, okay? Das Wort Yoga bedeutet wörtlich übersetzt Einheit. Dies ist die erste Form der Einheit. Deine rechte und linke Seite wird im Yoga Pingala und Ida genannt. Das Männliche und das Weibliche in dir. Füge es einfach zusammen. Macht einfach dieses einfache Sadhana, ihr alle. Wenn du kein anderes Yoga machen kannst, so viel kannst du tun, oder? Was du tust, ist etwas, das dein Leben betrifft. Es könnte der Sonnenaufgang sein. Die Sonne geht auf. Ohne dass die Sonne aufgeht, würdest du nicht auf diesem Planeten existieren, nicht wahr? Die Wärme des Lebens geht nur in dir weiter, weil die Sonne aufgeht. Ohne dass der Baum Sauerstoff ausatmet und du dafür Kohlendioxid ausatmest und dieser Austausch stattfindet, wärst du nicht am Leben, oder? Betrachte es in dieser Weise. Das Essen, das du isst, die Sonne, die Erde, auf der du gehst, die Luft, die du atmest, das Wasser, das du trinkst, die Menschen, die um dich herum leben, was auch immer. Du wählst eines davon. Mach einfach das. Lege deine rechte und linke perfekt zusammen. Perfekt, nicht so, nicht so. Perfekt, okay? Sieh dir einfach etwas an, das dir wirklich etwas bedeutet. Vielleicht die Sonne, den Himmel, eine Wolke, einen Baum, einen Menschen, ein Kind, ein Tier, egal was. Sieh es dir einfach an, während du deine Hände für 10, 12 Minuten am Stück zusammenlegst. Du wirst sehen, die Hälfte deiner Ängste wird sich legen.
Denn im Grunde besteht der Konflikt darin, dass es zwei Dimensionen in dir gibt, die... Ich will das hier nicht ausführlich beschreiben, denn die yogische Physiologie befasst sich eingehend damit. Aber um es einfach auszudrücken, selbst die moderne Medizin sagt dir, dass es eine rechte und eine linke Gehirnhälfte gibt, klar? Lege diese beiden Dinge einfach zusammen. Schau mit größter Liebe und Wertschätzung auf etwas, das dir wichtig ist. Es kann deine Frau sein, es kann dein Mann sein, es kann dein Kind sein, ein Baum, ein Hund, der Himmel, die Sonne, der Mond, was auch immer. Jede von ihnen ist wichtig für dein Leben. Ist es nicht so? Ja? Was immer dir am Herzen liegt, wenn du diese beiden Dinge zusammennimmst, betrachte es einfach mit der größtmöglichen Freundlichkeit, die du erzeugen kannst. Und erkenne an, wie wichtig sie für dich sind. Dann werden sich viele Dinge ändern. Das ist die erste Form von Yoga. Wenn ich das mache, wird es schwierig. Und es gibt viele Möglichkeiten, Namaskar zu machen. So, so, so. Das ist die einfachste Sache. Fang hier an, okay?